kannst du den Night We Met spielen. Müssen wir gleich mal schauen. Dich jetzt live zu sehen, weil ich in Toronto, Kanada und bei mir ist 13 Uhr. Oh! Spiel mal Floating Feelings, please. Machen wir gleich. Wir spielen das jetzt, okay, danach schaue ich das andere Lied nach, wenn das nochmal reingeschrieben wird. Floating Feelings ist das neue Lied von mir auf Spotify. Hört euch das unbedingt mal an. Es klingt mit Kopfhörern am besten, es klingt viel besser, als wenn ich das hier spiele. Weil es auch noch ein bisschen bearbeitet ist. Würde ich mega freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram eure Meinung schreiben. Teilt das Lied gerne, packt es in die Playlist rein, würde mir unfassbar helfen auch. Und das ist das Lied, was ich auf Spotify jetzt Freitag neu released hatte. Es gibt noch ein Musikvideo auf YouTube übrigens. So was bekommt ihr mal bei mir auf Instagram mit einer Story. Thank you.
den Song gibt es in voller Länge. Auf Spotify. Ja, ich sehe es gerade, wo mein Dings ist abgestürzt, Mikro ist aus. So, ich glaube, jetzt müsste es wieder gehen. Aber es ist noch gar nicht. Weil ich werde bald ausmachen. You can listen to the song on Spotify. Tobi plays piano. So, okay, was machen wir noch? Okay, kommt Tönen und Ote. Machen wir es einfach zum Schluss. Die nächsten Lieder gerne im nächsten Livestream. Ausnahmsweise ganz kurz das Lied. Vielen Dank, Sally, für die 12 Rosen. This is for today the last song. If you have not enough from my music, then go on Spotify. Wish you the best. Kann ich auch gleich nochmal probieren, glaube ich. Dankeschön, Nadine. So, machen wir noch die 100 Teammitglieder voll. Dafür muss man ein so ein Team-Ding senden für eine Rose, für eine Münze, glaube ich. Yes, it's the last song, I'm sorry. Ich glaube nicht, Jeanette. My English is very good. I don't think so. Hast du eigentlich Claire de Lune gelernt? Ja, das war schon ewig her. Ich glaube nicht mehr, dass ich das jetzt noch kann, aber es ist eine coole Idee, weil ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Nee, wie ging das? Okay, den Anfang habe ich schon mal vergessen. Ich probiere mal. Ich hab's voll vergessen, Mann. Dankeschön, Mirko. Jetzt bekomme ich die ganzen Karten hier. Vielen Dank. Ich mach nochmal, ich probiere nochmal nicht drüber nachzudenken, weil das Problem ist, wenn ich was länger nicht gespielt habe, und das habe ich ja wirklich nach YouTube gelernt, nicht nach Gehör, weil das Klassik ist. An einem Tag habe ich es bei Zoe gelernt. Dann vergesse ich sowas halt mit der Zeit, weil das halt nicht nach Gehör ist. Und deswegen, bei sowas darf ich eigentlich nicht drüber nachdenken, sonst vergesse ich das erst recht. Also es ist ganz komisch, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Lied auswendig lernt und nicht drüber nachdenkt, dann klappt das. Aber wenn ihr drüber nachdenkt, dann klappt das nicht. Und so ist es bei dem Lied. Lern das mal bitte. Ich konnte es schon, aber ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Oh, vielen, vielen Dank, Mirko.
geht schon weiter. Keine Ahnung. Ich werde es nochmal machen. Dann lernen wir wieder neu. Ja, ich werde es mir mal anschauen. Das dauert halt 5 Minuten, dann kann ich es wieder. Dafür, dass ich nicht konnte, können wir jetzt noch You're the Reason spielen, ja. So, jetzt wirklich last song for today. Ich hatte gerade Amelie angespielt und ein Stück gespielt davon. Jetzt noch singen. Komm, machen wir easy. There goes my heart beating. Cause you are the reason. Spaß. Weiter, das war nicht mal auf Ernst gemacht. Ah ja, okay. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Vielen Dank für den Livestream. Wenn ihr Bock habt, geht mal gerne auf Instagram, kommentiert das neue Video. Auch auf TikTok, geht auch gerne auf Spotify, geht überall hin, wo ich bin einfach.